Herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Ja, liebe Leute. Um das nochmal zu betonen, lieb. Wir spielen wieder, wer hätte es gedacht, Pokémon Blattgrün. Denn ein anderes Pokémon-Projekt findet sich nicht alleine mit mir auf meinem Kanal. Und wir sind gerade vor, ich würde mal tippen, den Profi-Angler. Stehen wir gerade? Ich bin der Profi-Angler. Ich liebe den Angelsport. Angelst du auch gerne? Ja, tue ich tatsächlich. Klasse, du bist mir sympathisch. Aha. Nimm das hier und geh angeln. Ja, das ist eine herrliche Logik. Hey, angelst du gerne? Ja, hey, du bist mir voll sympathisch. Hier, nimm die Angel und jetzt verpiss dich. Ja. Angeln ist meine Leidenschaft. Suche in Seen und Flüssen und lande den großen Fang. Und ich glaube, ich übersteuer leicht. So, das Mikro etwas weiter weg. So, das sollte jetzt besser sein, hoffe ich nochmal. Ein bisschen lauter reden, lalala, bin ja auch gut. Ja, so, Soundcheck in der Aufnahme ist super professionell, ich weiß. Und was bist du denn? Hä? Hä? Bleib doch mal. Ach, ein Macholo. Och. In der Originalversion war das ein Machok. Ich möchte auf diesem Land bauen. Mein Pokémon ebnet den Boden. Ja, ich weiß nicht, ob du jetzt noch im baufähigen Alter bist, weil ich habe irgendwie so Zweifel, dass du ja überhaupt die Grundsteinlegung erleben wirst. Ja, klingt jetzt ganz fies, ich weiß, aber naja. Superbälle. Nein, keine Superbälle. Dumm. Ja, verkaufen. Und zwar. Lasst mal looken. Wir haben Aufwecker viermal Gegengift. Ja gut, viermal brauchen wir das jetzt auch nicht mehr. Ja, ich würde gerne verkaufen. Somit haben wir drei Slots frei quasi für Paraheiler. Davon hätte ich dann auch gerne drei. Ja, bitte. Und eigentlich müsste ich jetzt... eigentlich müsste ich irgendwas kaufen, um das Geld irgendwie zu sichern. Und jetzt müssen wir erstmal den Zerschneider holen, ne? Obwohl, wir könnten auch aufs Schiff und... Ach ja, wir müssen ja erst aufs Schiff, aha. Ja, cool. Fußspuren im Sand. Sandcastles in the sand, oh man. Was bist du denn? Ei. Taubsi. Ich möchte mit allen Menschen Briefe austauschen. Ich schicke mein Taubsi in einen Connex-Club, um Briefe für mich auszutauschen. Ja, das klingt doch total, ja. Ich lasse Taubsi einen Brief nach seiner Freundin ziehen. Warum? Warum nehme ich ganz oft Hallo und ich mache diese Stimme. Das ist irgendwie voll komisch. Vielleicht sollte ich ja mal so Let's Playen. Also Leute. Besitzt du einen Habitak? Willst du es gegen Porenta tauschen? Nein. Ja, habe ich meine Stimme verstellt? Ich hoffe, die war einigermaßen in Ordnung und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier rein. Lassen uns zuschwafeln, kriegen dann voll das coole Dingens. Ich bin der Vorsitzende des Pokémon-Fanclubs. Ich habe mehr als 100 Pokémon gefangen. Ich bin sehr kleinlich, wenn es um Pokémon geht. Also, bist du hergekommen, um etwas über meine Pokémon zu hören? Wenn ich Nein sage, ist er beleidigt und ich muss gehen. Wenn ich Ja sage, muss ich mir eine elend ätzend lange Geschichte anhören über irgend so ein blödes Galoppervieh. Krieg dafür aber einen Fahrradgutschein, also... Ja, gut, machen wir das. Sehr schön, dann höre mir zu. Am liebsten mag ich Galoppa. Es ist süß und schön und so klug. Und ach, aufregend, einfach nur aufregend. Da gerät mein Blut richtig in Wallung. Stimmst du mir zu? Es ist majestätisch, freundlich. Ich liebe es und das meine ich ernst und wörtlich. Wenn es schläft, warm und... Oh Gott, jetzt wird's ekelhaft. Warm und kuschelig. Es ist ein Pokémon, das Flammen als Schweif hat. Und als Mähne. Wenn du... Das ist logisch, dass es warm ist. Aber kuschelig, ja. Spektakulär, unterbrich mich nicht ständig. Hinreißen. Ups, wie doch die Zeit vergeht. ich halte dich nur auf, glaube ich. Bist schon ganz ergraut, so wie ich. Danke, dass du mir zugehört hast. Nimm dieses Geschenk von mir. Radkupo! Yay!
Zeige den Radcooper im Fahrradladen von Azuria City. Du erhältst dafür ein Fahrrad. Sorge dich nicht um mich. Ich kann mit meinem Ibitak fliegen. Denn das ist das Einzige, was Galoppa nicht kann. Eigentlich doch ein nutzloses Vieh, wenn man mal so recht bedenkt. Ich brauche aber trotzdem kein Fahrrad. Ich hoffe, du fährst wenigstens gerne Rad. Ich bin faul. Ja, ich bin genauso faul. Das wollte ich nur mal sagen. Ein Jurob oder Yugong? Jurob, war ja klar. Ja, der ganz große Pokémon-Club hier. 4 Mitglieder. Wahnsinn. Wahnsinn, Leute. Wahnsinn. Gut. Ich bin jetzt mal auf jeden Fall... Nicht, bevor ich hier irgendwas vergesse. Pokémon kann gut oder böse sein. Das hängt halt von dem Trainer ab. Danke. Quasselstrippe, ey. Bitch. Ein paar Pokébälle will ich auf jeden Fall kaufen, ja. Es gibt ja noch leider keine Superbälle, warum auch immer. Das finde ich ein bisschen schäbig. Aber naja gut, wir haben mit einem stinknormalen Pokémon ein. Der Bummens, Dingens, Bummens hier, wie heißt er? Quappo auf Level 24. 34 gefangen. Und apropos Quappo. Menenen. Unser Sohn des Meeres. So, kicken wir mal. Ich hoffe, hier kommen auch Boden und Dinge ins Pokémon. Ach. Dummiesel. What the fuck ist Dummiesel? Keine Ahnung. Kann auf jeden Fall Walzer. Ist nicht effektiv, finde ich ja gut, aber... Überroller, probieren wir es mal damit. Das sieht irgendwie voll komisch aus, aber naja. Sehr effektiv. Und da musste ich mich räuspern, dafür entschuldige ich mich natürlich. Sowas gehört sich nicht. Und wir kommen sehr gut durch diese Höhle, also... Hätte ich ja jetzt nicht so erwartet. Ein Dickter, wie süß. Ach ja, ich hatte mal einen Dickter. Ach du Mistvieh. Ja, Dicktri sind schnell und ich komme lieber. Ich hätte natürlich auch Coronis einsetzen können. Das käme aufs Gleiche hinaus. Naja, wohl. Hätte zwar auch keinen Effekt gehabt, aber naja. Mann. Was denn los? Ich hätte was trinken sollen. Wobei ich das ja sogar habe. Und ich hoffe, du setzt jetzt nicht Schaufler. Oh. Ja, ich meine, ist ja nicht die dümmste Sache, aber... Doch irgendwie doof. Ach, Flucht ist unmöglich. Setz Schauflein, das weh. Oder auch nicht. Gut. Gut. Gut für Knut. Wobei der schon tot ist. Ich habe aber Knut noch gesehen. Ach ja. Okay. Intensität 4. Apropos Knut, ja, wie gesagt, ich habe ihn gesehen, aber nur als erwachsenen Eisbären. Ich konnte mich da nie hinreißen lassen zu diesem Hype um so einen kleinen weißen Eisbär, ja, weißer Eisbär. Klingt logisch. Und. Ja, für mich war es halt nur ein Tier, ne? Es ist halt nur ein Tier. Ja, er wurde gerettet vor dem Tod quasi. Und ja, da gab es natürlich Medienhype. Und ja, er ist süß. Und ja, er wurde auch zur Tötungsmaschine. Ist ja logisch, ist ne? Es gibt Tiere, die kann man nicht wirklich zähmen. Oder kultivieren für den menschlichen Gebrauch. Nicht unter diesen Umständen, dass sie auch aufs Wort genau gehorchen. Egal, ich möchte hier gar nicht irgendwelche Diskussionen anfangen. Irgendwelche. Doch, ich. Ich habe vorher doch drüber geredet, dass ich doch eh erst aufs Schiff muss und den Zerschneider holen. Und jetzt gehe ich doch durch die dumme Höhle. Was ist das? Gott, ist das fail. Ah, ich Idiot. Ah, jetzt dürft ihr alle mal... Okay, ihr dürft alle in die Kommentare schreiben. Du Idiot bist durch die Höhle gegangen. Habe ich kein Problem mit, dürft ihr gerne machen. Ihr werdet dann zwar geblockt, aber... Ja,
Aber ihr habt mal du Idiot in die Kommentare geschrieben. Ist auch was, oder? Wie? Na, wenigstens machst du keinen Schaufler, um das Ganze hinauszuzögern. Das macht dich schon wieder fast sympathisch, Dicta. Sehr effektiv, ist doch logisch. Und der Sprite von Quappo von hinten sieht irgendwie dämlich aus. Weiß nicht. Gefällt mir absolut nicht. Und hey, cool, Sandern. Du kleines Stück Mauer. Echt mal, wenn der sich vor eine Backsteinmauer stellt, den sieht man nicht mehr, oder? Gut, find erstmal eine Backsteinmauer, die einen ziemlich gelben Farbton hat, aber trotzdem. Ich hätte gerne mal ein Shiny. Ich habe in meinem Leben noch nie ein wildes Shiny-Pokémon gesehen, außer dieses verfluchte rote Garados in der goldenen, silbernen, kristallenden Edition. Und die ersten Male habe ich gar nicht gecheckt, dass es ein Shiny Garados ist, sondern einfach nur ein Garados, das rot ist. Ja. Ich war zwar in den Anfangsstunden der europäischen Pokémon-Bewegung dabei. Das klingt jetzt ziemlich cool. Aber. Wie ist. Oh Gott, das ist nervig. Ja, du bist noch nerviger. Komm, speeden. Habe ich gar keinen Bock drauf. Aber. Ich muss ja dazu sagen. Nach Gold, Silber, dass ich nur 1, 2, 3 Mal gespielt habe, war er dann bei mir vorbei. Das habe ich aber auch schon öfters gesagt. Und jetzt bin ich so ein ziemlicher Pokémon-Spätentwickler, wenn man das so möchte. Dummiesel, ich mag dich nicht. Du bist entkommen. Das ist sehr, sehr nett. Du ziehst voll das LP in die Länge. Ja, genau. Das mache ich auch. Bada. Ist ja nicht lang, ist ja Pokémon, ist ja an sich schon nicht lang, ne? Nein. Oder. Ist ja auch nicht selten, dass ich mal irgendwie so Stuss baue. Ja, hat natürlich noch keiner geschrieben. Aber mir ist es gerade mal so eingefallen, dass so Kommentare dabei kommen könnten, wenn ich so einen Mist baue. Ja. Wenn mir das einfällt, fällt das auch anderen Leuten ein. Das ist immer die höchste Grundsatz. So, ich bin ja mal gespannt, was uns auf dem Schiff erwartet. Vor allem, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf den Rivalenkampf. Oh, Leute. Das wird so ekelhaft. Hey, die Aida. Ah, ich würde so gerne wieder auf die Aida. Ich war schon ein paar Mal drauf. Es ist wunderschön. Und du willst kämpfen, natürlich. Ich mache immer allein Urlaub. Nur meine Pokémon begleiten mich. Na, hast du auch so ein wildes, feuriges, kuscheliges Galopper bei dir, ja? Hat der auch. Jawohl. Guter Typ. Ach ja, Galopper. Zugeschissen mit EP. Ein Akami. Nett. Ich wette, das Fiat Feuerfänger. Ach nee, Moment. Hat's gar nicht. Haben wir doch gerade gesehen. Ich Depp. Okay, du. Ja. Jacqueline, komm rein. Feuerwirbel macht Quappo nicht viel. Eigentlich gar nichts. Mananan wurde in einen Strudel festgehalten. Der Vollständigkeit halber erwähne ich mal, dass der vollständige, nee, der komplette Name, ja, das ist grammatikalisch dann besser. Wie so wenig? I don't like. Okay. Der komplette Name von Mananan ist Mananan Maclear. Was so viel heißt wie Mananan. Sohn des Meeres. Ja. Ist ein wunderschöner Name. Ja, gut. Stammt aus der irischen Volkssage, wie gesagt. Gab es natürlich auch eine walisische Version von, allerdings ist die etwas schwerer auszusprechen und zu schreiben. Deswegen habe ich mich für die irische Variante entschieden.
weil die mir auch als erstes ins Auge fiel. Denke mal, das passt soweit. Nikolai, ja. Hast verloren. Dumm. Sei immer nett zu deinem Pokémon. Ich bin es auch. Boah. Matrose, die Tür hier. Hey, guck da. Guckst du mal? Hallo. Hallo. Matrose. Landratte. Hallo? Alter. Viele Passagiere sind hyperaktiv. Sie langweilen sich und sehnen sich nach einem Kampf. Ja, hier, da, guck mal hier. Da mach mal die Tür zu, ne? Da wohnt so ein komischer Pokémon-Schänder drin. Das ist, bäh. Siehst blöder aus, komm ruhig. Ja, das ist natürlich nicht auffällig oder so. Nein, das ist, ich könnte jetzt voll die Anspielung draus basteln, von wegen hier ging's gerade ganz schön zur Sache. Sie steht vor dem Bett und sagt, möchtest du dich nicht ausruhen? Und ja, nee. Wir wollen ja hier jugendfreie Unterhaltung bieten. Nein, wollen wir eigentlich nicht. Und warum eigentlich wir? Ich bin hier allein. Gut, wir. Ich und meine Pokémon und mein fiktives Ich in dem Spiel. Und meine, tausend gespaltene Persönlichkeiten. Giflor ist lecker. Hypnose. Blut. Jacqueline könnte eigentlich auch mal eine stärkere Feuerattacke lernen. Das finde ich gar nicht so schlecht. Ja, Giftstachel ist so da mies. Aber nicht vergiftet. Yes, Baby. Und ich würde sagen, nach diesem Kampf werde ich dann auch den Part beenden. Dann mache ich Aufnahmestopp. Habe ich wieder 2 Folgen aufgenommen. Für den Mittwoch und den Donnerstag. Das reicht dann auch als Vorproduktion quasi. Ja. Nehmen wir Aquaknarre und Giflor setzen wir jetzt mal ganz außer Gefecht. Nidoking sollte momentan noch keine Gefahr darstellen, außer es wacht jetzt plötzlich auf, was ich ziemlich zum Kotzen finden würde. Und hey, ich hatte lange nichts mehr zum Aufregen. Ist das nicht schön? So entspannt. Ach du Kacke. Yeah. Hä? Du hast Aquaknarre gemacht. Willst du mich verarschen? Hä? Oh ne, ich habe nicht wirklich Duplex-Keeps. Oh Gott. Aha, ich habe doch Aquaknarre auswählen wollen. Wir haben. Oh, ich Deppe. Ich Deppe. Dumm. Dum 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 dum. Balu. Pom 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 pom. Uiu. Balu. Uiu. Balu. Bla 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 bla. Ich kann den Text nicht mehr. Balu und seine Crew. Ach ja. Und 46 Level. Ja. Mist, du bist ja schon gut. Natürlich bin ich gut. Ich bin jung. Merkt ihr das? Ach so, ja. Und Pixelfehler. Und Pixelfehler. Siehst du das? Das klingt so falsch alles, das nee. Es ist nur der Heilungssound aus dem Pokécenter und trotzdem klingt es einfach so falsch. Ich find's genial. So, nächste Folge. Eigentlich wollte ich noch nicht reingehen. So, ich gehe mal wieder raus. Nächste Folge. Gucken wir, was sich darin befindet. Genau, der Pfeil zeigt ungefähr die Richtung an, in der wir gleich gehen werden. Oder was heißt? Ja, für euch ist es ja. Nee, und nächstes Mal. So, fertig. Ende. Macht's gut, Leute. Ich danke fürs Zusehen. Bye.